Hallo, ihr Quirlinge! Der Exalp, die Bestie von Xarkor, Jax genannt, ist ganz im südöstlichsten Winkel von Edan. Hier mündet der letzte Weg hin. Der Rest hier ist Pampa. Ich habe noch so ein bisschen Erkundung vor mir. Es soll in dieser Episode hier an den Teil der Anlage gehen. Den rechten Teil hier, den spare ich mir, weil das ist Tavar. Und dann hier einmal rumgeschaut, dann hier unten die Ecke mal noch so ein bisschen hier rum, dann hier oben und dann irgendwie die Steilküste. Mal sehen, wie lange das alles dauert. Also im Moment einfach nur. Uppala. Hier runter. Da ist ein toter Reißer, stimmt. Da, und das ist noch interessant, aber da kann ich ja hier runterlaufen, kann ich, jawohl. Da kann man ganz zivilisiert hin. Hier fallen einem auch nur irgendwelche Metallplatten auf den Kopf. Was war das mal? Ich komme auch nicht drauf. Ich gebe Falk recht, das ist irgendwie nicht herauszubekommen, was das gewesen sein soll. Hüpf mal kurz ein bisschen hier in die Botanik. Habe ich hier irgendwas, was ich sonst nicht sähe? Auch wieder eine schöne Stelle für gar nichts. Hallo, Fehlerfee. Ja, viel zu klettern, viele Winkel und wenig Beute. Das ist enttäuschend. Wahrscheinlich lebt hier so ein Mega-Monster und ich biege jetzt irgendwie unvorsichtig um eine Ecke und dann zack, 90% der Gesundheit weg und bumm, irgendein Dot drauf und eine Sekunde später, Ende. Gar nichts. Blutfleck, das ist nicht. Oh, herausgerissen, Seite 1. Sollte ich wohl mal lesen, weil es die erste ist. Da. Endlich, ich habe mich einer Gruppe angeschlossen, die sich selbst die Freien nennen. Endlich einmal Gleichgesinnte, die sich von keinem Idioten sagen lassen wollen, was Sache ist. Jetzt ziehen wir umher und machen das, was uns passt. Das scheint irgendwie was zu sein, was irgendwie noch kurz vor dem, oder kurz nach dem Einschlag geschrieben wurde. Da unten ist ein Skex oder sowas ähnliches. Aus den Freien sind dann wohl die Outlaws geworden. Jo. Ich gehe wohl gleich auf Skex-Jagd. Das ist das Sinnvollste, was ich gerade machen kann. Kuckuck. Da drüben! Hier spielt die Musik. Ja, bleib mal schön stehen. Habe ich nichts dagegen. Es kann weiter so gehen. Der da hinten. Ja, beschwer dich. Mache ich Schaden? Ja, mache ich. Gut. Zwei Skexe weniger in Edan.
Ja, eigentlich will ich da hoch, richtig, aber erstmal hier unten plündern. Skexi-bexi. Okay, hier wächst auch gar nichts. Der Skex-Dung ist offenbar nicht düngend genug für irgendwelche schönen Kräuter. Komische Ecke hier, nichts zu finden. Blätter in der Kamera. Oh, hier. Na komm, Geheimversteck-Alarm. Ich finde eine Elixit-Ader, wer es interessiert. Da an der Stelle. In Südost-Edan. Tacker die mal weg. Da kriege ich 20 Elixit raus. Das nutzt überhaupt nichts. Jeder Taschendiebstahl bringt mir das Doppelte mindestens. Es ist irgendwie komisch, diese Adern. Wer braucht die? Auch ohne Taschendiebstahl kann ich mir nicht vorstellen, dass man irgendwie spielen kann in diesem Spiel und Elixit-Knappheit hat. Das ist irgendwie. Und Elex kann man an diesen Dingern ja nicht kriegen. Das wäre ja dann, wenn es eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gäbe, an diesen Adern auch einmal reines Elex zu kriegen. Und dann könnte ich mir noch vorstellen, warum das irgendwie von Interesse sein könnte. Gerade am Beginn vom Spiel, wenn man an Elex kommen will. Aber sonst total Banane. Hüpf. Was ist das für ein Ding? Nix drin. Da kommt ihr auch nicht hoch. Dann per Jetpack. Das muss hier irgendwie gehen. Jo, jetzt gehe ich mal da hier die Treppen hoch und da in diese Container. Das ist wohl irgendwie das Interessanteste hier. Die Skexe waren nur Ablenkung. Für übereifrige Let's Player. Hier unten komme ich da aber gar nicht hin. Das ist auch erstaunlich. Das hört hier einfach auf. So ein dummes Rohr hier. Auch noch zugemacht. Also die Treppe. Die war da. Letzter Blick hier nach unten. Nein, nach Blicken, nicht stürzen. Okay, ich lasse das. Ja. So. Da, hier geradeaus, genau. Hier war ich noch nicht. Hier ist Monster-Alarm, nehme ich mal an. Ich speichere mal. Jetzt bin ich ganz oben auf diesem Turm und sehe nichts. Der irgendwo noch ein Geheimnis? Ach, das war ein Aufzug. Das war die Kabine. Und das hier ist ein sehr starres Stahlseil. Es ist aber irgendwie, aber so anders kann es gar nicht sein. Ganz oben vielleicht was? Ja, schöner Ausblick. Aber sonst auch nichts. Okay, dann
Auf dem Dach da von den komischen Container-Dingern ist auch nichts. Da brauche ich gar nicht hochzugehen. Hier ist was. Eine Handgranate. Sieht immer aus wie eine Limo-Dose. Hier geht's irgendwo in den Berg oder was? Nee. Eine Truhe. Was für eine? Eine offene, da kann ja gar nichts drin sein. Brause-Energiespeicher. Plunder hoch 10. Hier. Nee. Boah, ist das gemein. Man rennt hier drüber und stürzt ab. Wie übel. Nee, hier ist auch nichts. Da bei den Bäumen muss ich mal noch hin, wegen Kräutern, aber das hat Zeit. Das hier ist angekratzter als der Rest der Anlage. Hier ist gar nichts drin. Hier ist nichts. Jeder denkt, dass genau hier irgendwas sein muss in dieser Hütte. Und dann ist hier gar nichts. Naja gut, vielleicht ist auch das genau die Hütte schon komplett geplündert worden von irgendwelchen Typen. Aber irgendwie ist das auch eine unbefriedigende Auskunft oder unbefriedigende Idee und Erklärung. Und hier unten? Lauris Memo. Was ist das hier? Memo zur Fabriksicherheit. Mal lesen. Da. An alle Mitarbeiter. Wir bitten euch, besser auf die Zugangsberechtigung der Leute zu achten, die hier herumlaufen. Gestern hat sich diese Reporterin Laurie Stetten schon wieder hier eingeschlichen. Das muss aufhören. Wer dabei erwischt wird, ihr Zugang zur Anlage zu gewähren, wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Gezeichnet Management. So, und dann ist das Laurie, ist dann wohl ihre Aufzeichnung. Mal sehen, was sie hier rausgefunden hat. Ich werde diesem kapitalistischen Schwein schon noch was nachweisen können. Ich werde beweisen, dass die Infinite Skies Dreck am Stecken hat und hier in ihrer Raffinerie fange ich an. Alles, was ich finde, werde ich aufzeichnen. Okay, da war jemand sehr motiviert. Aber liebe Lauri, lass dir sagen, nicht jeder Kapitalist hat Dreck am Stecken. Es gibt auch Firmen, die haben einfach nur gar nichts Schlimmes zu verbergen. Bei Infinite Skies, die sind so ein Gehirnwäscheverein, ja, da liegt die Vermutung noch ein bisschen näher, aber ich glaube, die Lowry, bei ihr ist irgendwie jede Firma per se auf der verdächtigen Liste und das finde ich auch ein bisschen uncool. Da unten bin ich herumgeturmt. Nicht so wirklich, aber da ist auch nichts. Ja, Lauris Memos, die können da hinten irgendwie weitergehen in dem anderen Teil, den ich mir jetzt nicht angucken will. Und das hier war angeblich eine Raffinerie, das halte ich ja fast für ein Gerücht. Infinite Skies hat eine Raffinerie betrieben. Na, wird das was? Mit letztem Schwung. Okay, ich glaube, hier den Teil habe ich jetzt erkundet. Den Teil, der in Edan steht. Wobei, hier hinten war ich noch gar nicht. Hier habe ich nur diesen komischen Reißer weggelockt, oder? Wobei, das ja alles schon Edan, Tavar sein dürfte. Ist mir jetzt aber gerade egal. Bringt mich aber auch keinen einzigen Zentimeter weiter. Okay, nee, das breche ich jetzt hier ab.
Das führt zu nichts. Hier will ich lang, genau. Der Weg führt nach Edan. Ist schon in Edan. Kräuter? Nö. Blätter, ich sehe noch Blätter. Ich weiß nicht, wo ich bin. Geh weg. Was ist das? Das ist der Hinter... Ah ja, okay, da war ich richtig. Gibt es ja Kräuter? Auf dem reichen, fetten Humus von Edan. Aber nein. So, da muss man wieder einen Marker setzen. Also, ich chatte jetzt hier einmal quer rüber bis zum Rand von dieser Klippe da. Und dann geht es hier runter, die Ecke. Hier unten war ich ja, da müssen die Skekse gewesen sein. Das kann ich also auch schon abhaken, aber erstmal zum Marker. Gib mir eine Waldbeere, gib mir ein Butterfleisch. Oder besser noch einen Kronstöckel. Oder auch ein Heldenkraut. Oder wie üblich gar nichts. Okay, das kann ich hier ganz schnell abhaken. Tja, wie vorgehen? Ich gucke mir jetzt noch diese eiförmige Klippe hier an, diesen Felsen. Und hier nochmal so ein bisschen den Weg. Und dann ist das Episödchen auch zu Ende, glaube ich, denke ich. Also eigentlich will ich auf den höchsten Gipfel. Oh mein Gott, das ist aber echt hoch. Ist das meine Klippe hier? Ist das echt der eiförmige? Wow. Aber irgendwo hier an der Seite ist es ja niedriger. Kommt man aber auch nicht hoch. Okay, ist das alles? Oh. Was haben wir denn hier? Einen versteckten Verschlag? Schneebrocken, Metallschrott. Ist das ein Geheimversteck? Mal kurz gucken. Wo bin ich denn hier? Das ist ein Geheimversteckalarm. Ich finde einen kleinen Hort mit Dingen. Schwefelbrocken, Metallschrott, kleiner Heiltrank, guter Becher. Oh. Nicht der Rede wert. Hier an dieser Stelle war das. Und man findet keinen Weg auf diesen Felsen irgendwie. Oder geht das hier? Hier komme ich hoch. Aber das ist alles zu steil. Das schaffe ich niemals. Dass es hier irgendwo eine Ecke gibt, wo ich hoch, also aufladen kann, das glaube ich fast nicht. Das sieht alles zu steil aus. Nee, da soll man gar nicht hoch auf diese Klippe. Oder ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht. Apropos Bäume, das sind ein paar andere Bäume hier. Ein leeres Bachbett. Und es fängt an zu regnen. Juhu. Und jetzt regnet es sich wieder fest für 2 Tage. Ist es nicht schön? Oh, was ist das? Ah, Geheimversteckalarm. Ich finde nämlich Elix.
und Wein und einen Besen. Hier ist eine Hexe gelandet. Und das alles auf einem Baumstumpf. Da. So. Ich wollte aber eigentlich an meinem Marker... Ja, aber da komme ich ja gar nicht hin. Vielleicht von der Seite aus, aber hier ist doch der Felsen am höchsten. Das wird nicht funktionieren. Dann mal dahin. Ist hier noch irgendein Aufgang zu erspähen? Vielleicht gibt es ja so wie im Sumpf von Jaken da in Gothic 2 so eine Leiter. Aber ich glaube, davon träume ich. Das ist eine noch unerforschte Ruine. Da hinten brennt Licht. Komme ich hier hoch? Hier auf dem grasbewachsenen Ding kann ich landen. So, dann lade ich mal auf. Dann eins höher mit ein bisschen Glück. Scheiße. Das kann aber klappen. Oder von da? Scheiße. Hans, guck in die Luft. Da auf diesen Büschel und von da aus müsste es doch dann gehen. Da auf den grünen Büschel, das ist doch machbar. Auch für Falk. Oh, da ist eine Steinklaue. Aber die kann keinen Fernkampf. Die ist mir gerade... Held. Ich stehe ganz still. Ich bewege mich nicht. Falk und der Held machen gerade eine Räuberleiter, damit der Held die Möglichkeit hat, hier hoch zu düsen. Und gleich wird es auch passieren. Genau jetzt. So. Ah, hier geht's ein Stück höher. Ich weiß schon ganz genau, dass oben auf diesem Scheißfelsen wieder gar nichts sein wird. Zumal es hier dann nicht weitergeht. Das ist alles zu hoch. Da hoch komme ich nie und nimmer. Ach, herrje. Das ist alles zu steil. Das sieht gar nicht so hoch aus, aber das ist sehr hoch. Und hier an der Seite gäbe es noch diese Kante da, aber oh, oh, speichern. Nö, das wird nichts. Ich hab's probiert, das kann man vergessen. Da kommt man nicht hoch. Man soll nicht auf diese Klippe, wie es aussieht. Aber dafür ist da unten links eine Ruine. Sogar mit Steinklaue und Licht weiter hinten. Und ich hoffe sehr, dass ich, nachdem ich die Steinklaue besiegt habe, einen Schlafsack finde da hinten in dieser intakten Ruine, um den Regen zu überschlafen. Und ob das so sein wird, das sehen wir gemeinsam im nächsten Teil. Bis dahin!